So, hallo und schön zu einer neuen Folge Rome Total War Remastered. Ja, wir sind hier unterwegs, allmählich dabei Rom zu erobern. Beziehungsweise Rom, ja, gleich Rom und die Türkei ja, gleichzeitig. Das Schiff ist bereit. Herr, marschieren! Bereit! Wobei, das mache ich anders. Ja, du gehst mal hier zu Land. Und ihr segelt mal weiter. Und er wird mal hier hinkommen. So, aber erstmal das Übliche. Erstmal gucken, was fertig gebaut worden ist. Hier bauen wir eine Akademie auf. Hier eine große Agora. Eine Schmiede. Ah, das war's schon. Das war eine kleine Runde diesmal, was zu bauen ist. Ganz schön viele Kinder wurden geboren. Ah, die Kasse sprudelt so voll Geld. Sind bereit. So, und ihr? Ihr werdet erstmal alle Mann an Land. An Land gehen. Vernichtet sie. Beginnt die Belagerung. Oh, da sind aber viele. Aber Siedlung wird belagert, Herr. Die wird schön zu belagern. Oh, die freue ich mich. Auf diese Stadt freue ich mich in der nächsten Runde. Wollte ich schon nächste Folge sagen. Dabei ist es noch gar nicht so weit. Ach nee, hier kann ich gar nicht. Das heißt, ich werde erstmal dahin einsetzen. Ah doch, kann ich schon. Dann könnte ich erstmal hier einen hinsetzen. Das mache ich auch. So, ihr könnt nicht weiter, ne? Das Schiff ist bereit. Ja, Strategos. Gut, dann war es das eigentlich schon wieder mit dieser Runde. Und starten wir direkt in die nächste. Ja, würde ich mal sagen. Ab in die nächste Runde. Ah! Beginnt die Belagerung. Das habe ich vergessen. Genau, ich wollte die Stadt belagern. Siedlung wird belagert, Herr. Jo. Meine Güte, war da viel Animation, Herr. Jetzt. Sind bereit. So, ihr segelt mein jetzt. Herr. Ihr geht jetzt erstmal dahin an Land. Sind bereit. Ihr segelt jetzt weiter Richtung Sizilien. Dahin. Sind bereit. Und ihr werdet setzen einfach nur hier rausgelassen. Trenne mich von den Truppen. Aussteigen. Befehle. Schließe mich den Truppen an. So. Befehle. Marschieren. Dann noch zwei Onaga. Ja, richtig gesagt. Ich dachte, ich hätte mich schon versprochen. Ja, aber erstmal das Übliche. Erstmal wieder gucken hier. Was fertig gebaut worden ist. Ah, da kommt jetzt eine Akademie mal hin. Hier eine Bewässerungsanlage. Bäder? Ich habe da noch keine Bäder? Oder ist das einfach nur... Okay. Ich dachte, ich hätte da Bäder schon gebaut. Wo haben wir denn hier? Da bauen wir hier ein Pantheon hin. Das erste Pantheon. Hier kommt eine Akademie hin. Kommt hier jetzt Aquädukte hin. Und hier kommt ein Odeon hin. Mein Gott, so viel zu bauen hier. Weitere Minen. Und ein Odeon. Ja. Ja, Strategos. Eigentlich kann der aus Stadthalter bleiben. Er ist ja eh schon alt, er ist schon 52. Mit dem Alter sollte man keine Kriege mehr führen. Zumindest das meiner Meinung nach. Damals ist ja, ist man doch ganz schön jung geblieben. Anders gesagt. Damals ist man ja nicht so alt geworden. Hört sich auch ein bisschen komisch an.
Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Der ist aber auch ganz schön alt geworden. 73. Aber wenn er jetzt einmal rausgeht, ich glaube, der stirbt direkt. Instant. So, die können wir mal erweitern hier. So, du wirst mal jetzt bis zur Grenze hier gehen. Und hier an der Grenze wirst du mal einen Turm bauen. Oh, da sind ganz schön viele. Da sind ganz, ganz schön viele drin. Ja, Strategos. So, du wirst aber erstmal hier hingehen. Was ist denn so passiert in der Welt? Ein Sohn ist volljährig geworden. Befehle? Na, er wird Stadtverwalter. Wobei, Befehle? Die Stadt hat ja momentan keinen Verwalter. Dann schicke ich den mal dahin. Eine Großstadt wächst. Okay, muss ich mir merken. Und die wächst. Ja, in der nächsten Runde wird der gebaut auf jeden Fall. So, und jetzt mache ich das, was ich machen wollte. Ich werde diese Stadt hier kaufen. Weil da sind auch die Bruti. Da sind auch die Bruti. Ah, das ist die Hauptstadt, ne? Ja, die Hauptstadt kann ich leider nicht so ohne weiteres angreifen. Erwarte eure Befehle. So, dann. Ich glaube, dann spare ich mir das Geld nochmal und guck lieber nochmal nach, was da ist. Sofort. Alter Mann. Kann ich etwas tun? Ich werde sofort. Da gehe ich lieber zurück und kaufe gleich den auf. Dann warte ich hier nochmal eine Runde. Und führe jetzt erstmal hier diese Schlacht. Die Schlacht wird mir Spaß machen. Die werde ich sogar führen. Und seht, dies ist ein guter Tag für eine Schlacht. Jeder Tag ist ein guter Tag, wenn euer Herz tapfer ist. So ist es. Gut. So, die werden erstmal alle... Die werden erstmal alle Sachen ablegen. So, da werden lieber die Leute, die Ramböcke nehmen. Gut. Du das Tor. Du die Stelle. Du diese Stelle. Du wirst diese Stelle attackieren. Und du diese. Ihr werdet einfach mal hier so stehen bleiben. Die Reiter bleiben mal hier. Und die Bogenschützen werden gleich ein bisschen vorangehen. Und dann würde ich sagen, go. So. Ihr werdet euch jetzt mal so aufstellen. Schneller mal laufen lassen. So, machen wir mal Feuerpfeil, muss ja auch mal sein. Unsere Soldaten haben mit dem Rambok das Tor erreicht. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. So, und jetzt könnt ihr nochmal neu angreifen. So. Ein schönes Bild geworden. Ich hoffe, das wird ein schönes Bild. So, jetzt könnt ihr mal die Feuerpfeile wieder sein lassen. Ich dachte mir mal,
Das feindliche Tor ist durchbrochen. Unser Rambok hat gute Arbeit geleistet. Manchmal muss ja auch mal ein schönes Bild sein. So, die werden jetzt erstmal schön niedergeschossen. Heute lächeln die Götter uns zu. Die Mauern sind durchbrochen und unsere Truppen sollten vorstoßen. So. Oh, der ist kaputt gegangen. Okay. Ich muss ja mal schnell hier hingehen. Ich werde mal dahin gehen und mal ein bisschen schneller laufen lassen. So, wie kann ich jetzt am besten vordringen? Ich werde erstmal hier alle reingehen. Ach, wisst ihr was? Ich bin mal ganz feige jetzt. So, dann können die sich jetzt auch mal da drin kümmern. Beeilung! Bei den Göttern! Unsere Soldaten haben heute gut gekämpft. Die Mauern sind besetzt. Ja, da kommen sie eh nicht rein. So, ja, ihr werdet angegriffen. Ist okay. So, ihr werdet mal hier hingehen. Ihr geht jetzt auch mal rein und der allmählich kann der General auch mal reingehen. Ist ja schließlich seine Belagerung. Gehen wir weiter voran. Kann ich euch auch zu zweit? Ne, kann ich nicht. Okay. Doch, kann ich. Einheiten schneller. So, und ihr? Geht mal ganz krass einmal hier außen rum. So. So. Jetzt werden wir alle. Dann muss ich zeitlich ein bisschen beilen hier. Ja, bestimmt werden sie jetzt. Ja. Na komm, wird jetzt alle den General angreifen.
Schlacht ist eh gewonnen. Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt. Preist die Götter! Dieser Sieg ist gewiss ihr Werk. So, damit haben wir Kotais erobert. Wir haben gesiegt! Versklaven. Jetzt ein bisschen hier Ordnung herrscht. Aber damit kann ich groß verkünden, uns gehört das Schwarze Meer. Bis auf das halt. Aber naja. Ich weiß gar nicht, ob die Tanais... Aber mit dem bin ich ja sogar verbündet. Ja, die Armenier sind hier, werden die nicht mehr sein. So, wo ist denn... Okay, er kann nicht mehr laufen. Das war noch die Runde. Er wird da bleiben. Ja, stimmt. Genau, mit ihm muss ich jetzt. Mit denen muss ich jetzt mal langsamer wandern. Ja, ja, Stratego, weiter! Ja, so, die werden jetzt nämlich allmählich mal in diese Richtung gehen. Oder noch anders. Da wird dann nochmal zweimal mehr gehen. Stoßt vor! Und die werden das dann so machen, dass die diese Stadt halt demnächst halten werden. Dauert aber ein paar Runden, bis sie da angekommen sind. Ach, da sind immer noch Bauern. Ja, die Bauern... Das Schiff ist bereit. Was sag ich? Was soll ich sagen? Ah, sogar der Seitenanführer. Da warte ich lieber nochmal eine Runde. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich sie aushungere. So, dann erstmal wieder schauen, was alles passiert ist. Archimedische Schrauben, okay. Das interessiert mich jetzt nicht so sonderlich. So, aber was steht zum Bau an? Das ist, interessiert mich mehr. Hier kommen beim Tempel des Hermes auf. Hier wird Athene gebaut. Hier ein Hafen. Da eine Aquädukte. Die wird gebaut, damit die wächst. Und hier kommt eine Agora hin. Sinope. Kommt auch eine Aquädukte hin. Hier war eine Straße, aber hier kommen jetzt Bäder hin. Ja, und hier... Die sind einfach nur repariert worden. Gut. Die restlichen Schiffe müssten eigentlich mal so langsam vernichtet werden. Wenn hier überhaupt noch was ist. Aber die werden wir jetzt hier erstmal aufstocken. Weil ich werde hier auch nichts mehr einheitentechnisch bauen. Denn eigentlich kann ich ja auch hier so langsam mal anfangen, Sachen zu bauen. Da bin ich auch für, dass ich das allmählich mal mache. So, du gehst mal hier langsam mal in die Richtung. Vorwärts. Und baust dort mal dort mal einen Turm hin. Das ist nur ein... Ach ja, Zypern.
Schiff ist bereit. Was willst du denn? Sieg! Geht weg. Sieg! Geht alle weg. Ramgeschwindigkeit. Mein Gott. Das Meer gehört uns. Du auch noch? Das Schiff ist bereit. Ja. So, du wirst erstmal da hingehen. Du wirst hier hingehen. Da könnt ihr ein ruhiges, schönes Leben führen. Als Stadtwache oder Stadthalter meiner Provinzen. Ja, Stadtbefehle. So, du, ihr werdet erstmal da hingehen. Gut, die Stadt ist jetzt weniger verteidigt. Ja, Strategos. Aber das können wir ändern. Das heißt, bauen wir hier nochmal ein paar hin. Bauen wir hier welche hin. Und hier mal welche hin. Ja, wobei. Anders, die werden hier einfach nur erweitert. Dann baust du doch hier aus. So, dann wollen wir mal allmählich mal die Römer in den Allerwertesten treten. Und zwar den Scipio. Ich glaube, die haben nur noch eine Stadt auch. Oder sie sind weiter nach oben gegangen, aber das würde mich jetzt wundern. Ja, Capua. Capua wird als nächstes fallen. Ach, wir haben noch die Stadt, haben wir auch noch, aber die wollte ich ja mal aushungern lassen. Mein Herr, ich werde sofort mit Ihnen reden. Ach, komm schon. Erwarte eure Befehle. Ich werde so. Kommt zum Punkt. Unsere Geduld hat ihre Grenzen. Auf ein Wort. Okay. Nun, wenn ihr das so sagt. So, ihr werdet jetzt einfach aufgekauft. Dann kann ich wieder weiter hinlaufen. Ich werde sofort mit Ihnen. Kommt zum Punkt. Unsere Geduld hat ihre Grenzen. Was hat der denn? Der hat einen Mentor, Kartiermeister und Merkurpriester. Okay. Auf ein Wort. Und immer noch so viel haben. Nee, ich warte noch. Bis zum nächsten Mal. Ich warte noch lieber. Na gut, der Weg ist blockiert, okay. Ah, was haben wir denn jetzt noch alles? So, eigentlich können wir jetzt gar nichts mehr großartig was machen. Ja, Strategos. Das Schiff ist bereit. Na, warten wir mal die Runde jetzt ab. So. Ja, komm, mit den Thrakern Frieden zu schließen, ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja, Strategos! Vorwärts! Baut einen Turm! So, jetzt habe ich die Türkei ein bisschen besser im Überblick hier. So, jetzt kann er allmählich seine Armee anschließen. Aber viel wichtiger, was ist so alles passiert? Okay, die sind im Krieg. Baubericht, das Alttypische. Und nach dem Bauen will ich mich auch mal wieder langsam mal verabschieden. Oh, gut. Das bauen wir hier. Da bauen wir dann eine Agora auf. Hier eine Akademie. Eine große, nee, Skriptorium. Hier kommen Felder hin. Ach schön, die Stadt ist gewachsen. Und hier eine Schießanlage hin. Hier kommen Pferde hin und dann war's das auch schon. So, euch werde ich gleich vernichten. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge, denn allmählich ist ja auch schon wieder Feierabend.
Zumindest was es der Runde hier betrifft. Mein Herr? Gut, machen wir einen Cut. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden wir nämlich mal die Booty ausmerzen. Und vielleicht auch kaufen. Mal gucken. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge.